Willkommen zu diesem kleinen Video mit der Idee, ich liebe mich, oder mit der Idee oder Frage, Schatz, liebst du mich? Ich drehe es jetzt gerade, habe auch davor schon ein paar interessante Sequenzen gedreht, die du gleich sehen wirst. Also es darf auch ein bisschen gelacht werden in diesem Video. Obwohl es ein super ernstzunehmendes Thema ist, mit dem ich ja über 30 Jahre mit meinen Klienten zu tun hatte. Und ich dachte, ich mache jetzt noch mal ein Video dazu, um ein paar Dinge zu zeigen, aufzuzeigen und natürlich auch, um dir eine Idee anzubieten, das Ganze mal aus einer anderen, vielleicht neutraleren Sicht zu sehen, zu betrachten. Denk dran, es sind immer meine Ideen, meine Angebote, die ich an dich mache. Es ist deine Pflicht oder deine Aufgabe dir gegenüber, es zu prüfen, kritisch zu hinterfragen und eben, das ist auch so immer mein Anspruch, es selbst versuchen, zu recherchieren, rauszufinden, macht es Sinn? Kann es Sinn machen? Macht es für dich Sinn? Es also nachzumachen. Nicht einfach blind zu glauben oder von vornherein gleich abzuschalten und sagen, was für ein Unsinn. Gut, das ist ja deine Verantwortung dann, zu sagen, okay, dann blicke ich es halt einfach nicht. Oder ich möchte es nicht wahrhaben, was Michael mir präsentiert, weil das durchaus sehr unromantisch sein kann, was ich dir jetzt zeige. Aber hier geht es nicht um Romantik, sondern hier geht es um Bewusstseinserweiterung und um die Idee, was bedeutet denn überhaupt Liebe oder einem anderen Menschen zu sagen, ich liebe dich. Die wenigsten Menschen wissen wahrscheinlich, was sie damit für einen Schaden anrichten, also wie sie sich natürlich selbst schaden und wie sie auch anderen damit schaden und dadurch natürlich auch wieder sich. So, was meine ich damit? Ich möchte dir erstmal klar machen, Liebe ist für uns Menschen erstmal ein Gefühl. Also du hast es vielleicht schon mal erlebt, gesagt oder wie gesagt erlebt, dass du deiner Partnerin oder deinem Partner sagst, ich liebe dich. Was du damit anrichtest oder vielleicht auch verschleierst, ist dann vielleicht erstmal gar nicht klar. Was ich damit meine ist, hast du schon mal dich gefragt, was passiert denn da? Wenn du sowas sagst, du sagst es ja nicht aus Langeweile. Klar, vielleicht sagt es manchmal ein Mann, sagt, ich liebe dich zu der Frau, in der Hoffnung kann sie danach flachlegen oder so. Das kann ja alles sein, aber darum geht es mir jetzt nicht. Es geht um ein ernst gemeintes, verständliches Gefühl oder Unterfangen, etwas mitzuteilen. Der Punkt ist doch nur, was willst du denn da mitteilen? Und was passiert da? Ich biete dir mal eine Idee an und dann kannst du ja selbst herausfinden, ist es für dich nachvollziehbar, also ich hoffe schon. Und natürlich ja, kannst du damit was anfangen. Also wenn ihr hier zum Beispiel einen anderen Menschen anschaue, ich werde es in zwei kurzen Videosequenzen, die ich gerade kurz davor aufgenommen habe, dir nochmal ziemlich deutlich zeigen, wie es in der Situation in der Realität aussehen kann. Auch ein bisschen, auch gar nicht überspitzt dargestellt, sondern so wie sein kann oder so ist auch. So. Das heißt also, nochmal zurück, was passiert, wenn du einem anderen Menschen sagst, ich liebe dich? Ich sag dir, was passieren wird, weil es ist einfach Wissenschaft, das kannst du selbst neurobiologisch prüfen, klar, da brauchst du jetzt ein EEG und sonstige Messgeräte, aber das kannst du dir ja selbst vorstellen, was ich jetzt sage. Du schaust jemand an und dieser jemand, egal ob Mann oder Frau, also dein Gegenüber eben, was auch immer diese Person gerade macht, es löst in dir ein unglaubliches, schönes Gefühl aus. Das heißt, es werden Glückshormone substituiert, wie sagt man es richtig, Deutsch, fließen einfach, wie Serotonin, Dopamin, es gibt noch andere, auch Bindungshormone und so weiter, oder Hormone. Und die lösen in dir eine Weite aus, eine Offenheit. Das ist einfach ein total schönes Gefühl. Und dieses Gefühl lässt dich dazu hinreißen, allen Ernstes jemandem zu sagen, ich liebe dich. Ich stoppe an der Stelle mit der weiteren Ausführung, weil ich möchte jetzt gleich zwei Videosequenzen zeigen, einspielen und danach werde ich dir erklären, was ich damit meine und warum ich es inszeniert habe. Sonst verrate ich ja jetzt schon alles. Aber das ist doch das, was passiert. So. Ich merke gerade an der Stelle, ich fange schon an, wieder viel zu viel zu erklären. Dann bist du zu sehr voreingenommen. Ich zeige dir jetzt zwei Sequenzen. Also eine Sequenz, ich glaube, dann mische ich mich erstmal wieder ein und kläre die auf, bevor ich dir die zweite zeige. Eine typische Sequenz,
was in einer Beziehung passieren kann, sogar sehr oft passiert, wenn die einzelnen Personen nicht wissen, was da läuft. Es hat fatale Folgen und ja, macht natürlich dann auch Stress. So, jetzt zeige ich dir diese Sequenzen und danach melde ich mich gleich wieder. Schatz? Ja? Ich liebe dich. Oh, toll. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Bitte? Aber natürlich, ganz klar. Ja. Natürlich, mein Schatz. Schatz. Und du? Ja, aber ich habe doch gesagt, dass ich es toll finde. Also, liebst du mich denn nicht? Schatz, was ist denn los? Liebst du mich denn nicht? Bitte, wie kommst du darauf, dass ich dich nicht lieben sollte? Dann sag doch was! Ich habe gesagt, ist toll. Bitte? Also Schatz, wenn ich das jetzt so höre... Das verstehe ich jetzt nicht. Schatz, du musst nicht erst in Vorleistung gehen. Was? Bitte, was ich damit meine? Stimmt. Naja, gar nicht. Wenn du nicht sicher bist, ob ich dich liebe, dann frag doch. Frag doch einfach. Du musst ja nicht erst sagen, Schatz, ich liebe dich. In der Hoffnung, dass ich es erwidere. Frag doch einfach, wenn du nicht sicher bist. Aber es sieht so aus, als hättest du erwartet, wenn du zu mir sagst, Schatz, ich liebe dich, dass ich dann sage, oh, ich dich auch. Also, wenn du nicht sicher bist, ob ich dich liebe, dann frag mich. Du musst nicht erst sagen, dass du mich liebst, damit ich es auch sage. Weißt, das ist jetzt kein Unsinn, den ich da sage. Ich weiß schon, was du denkst. Es ist doch so, Schatz. Mal ganz unter uns. Muss ich denn erst sagen, dass ich dich liebe? Bitte? Muss ich das? Wenn ich nach Hause komme, ist dir schon mal aufgefallen, wie ich dich anschaue? Total verliebt. Ich bin total glücklich, dass ich nach Hause komme und dich, göttliches Wesen, sehe. Wenn du kochst, sage ich jedes Mal, danke, es schmeckt exzellent. Ich bin so voller Liebe auch in dein Essen. Ich verstehe nicht, muss ich denn erst sagen, dass ich dich liebe? Hallo? Ich zeig's dir doch ständig. Aber wenn du so unsicher bist, weil du vielleicht keinen Vater hattest, der es dir gezeigt hat, sorry, dann bin ich aber nicht dafür zuständig, dir ständig sagen zu müssen, ich liebe dich, bloß weil du vielleicht eine kleine geistige Behinderung hast, aufgrund deiner traumatischen Kindheit und nicht sehen kannst, wie sehr ich dich liebe und verehre. Hallo? Ich hör mal zu Begelsbacher. Der wird dich gerade rücken. Du hast jetzt die Sequenz gesehen, wo die Frau voller Liebe oder voller, vielleicht sogar Unbewusstheit, dem Mann sagt, dass sie ihn liebt. So, jetzt habe ich versucht darzustellen, normalerweise mache ich das, wenn ich unterrichte, spiele ich das direkt vor. Die Frau sagt zum Mann, Schatz, ich liebe dich. Und der Mann, echt jetzt. Falls die Sequenz, die ich jetzt nachher anschauen und schneiden werde, ich habe das jetzt sehr aufwendig mit dem Greenscreen aufnehmen müssen, nicht funktioniert hat, werde ich es nochmal so darstellen. Schauen wir erstmal. Aber was ist in diesem Video passiert oder in dieser Situation? Eine Frau sagt zu ihrem Mann, ich liebe dich. So, ganz in Ordnung. Erstmal egal, warum sie es gemacht hat. Das weiß sie in der Regel selbst nicht. Da gehe ich nachher drauf ein. Sie sagt was?
Bildet sich vielleicht ein, sie liebt diesen Mann? Das glaube ich nicht, dass es möglich ist, so wirklich, das kläre ich gleich auf, was ich damit meine. Und der Mann reagiert mit, oh toll, und sagt aber nichts. Du hast es ja gesehen. Ich glaube, in der Sequenz habe ich sogar als Mann das auch nochmal aufgeklärt. Und dann wird die Frau nervös, weil ihr Gehirn eben es nicht erfährt, wie der Mann sagt, ich liebe dich auch. Und dann wird die Frau nervös. Und der Mann erklärt ihr dann, ja Schatz, wenn du nicht sicher bist, ob ich dich liebe und so weiter, dann muss er nicht in Vorleistung gehen. Ich glaube, so habe ich es auch vorhin gespielt. Ja. Das heißt also, das sind total typische Situationen, wo ein unbewusster Mensch, in dem Fall in der Szene war es jetzt die Frau, nicht weiß, was sie tut, sich womöglich wirklich einbildet, dass sie diesen Mann in diesem Moment liebt, vielleicht weil er gerade mal nicht blöd macht oder so, oder vielleicht hat er aus Versehen mal die Spülmaschine richtig eingeräumt. Denn selbst wenn man die Spülmaschine ausnahmsweise mal einräumt, ist er eh nicht richtig. Also egal, was passiert ist, diese Frau hatte das Gefühl, diesem Mann sagen zu müssen, ich liebe dich. Das hat ihr aber nicht ausgereicht. Wäre das wirklich so, wäre das wirklich so, das war nicht so und das wird nie so sein, der Beweis kommt jetzt, dann würde sie sagen, ich liebe dich und der Mann sagt, wow, toll. Und sie sieht, dass er es ernst meint, er findet es total toll. Und dann würde sie nicht nervös werden, sie würde nicht nachbessern, sie würde nicht durchdrehen und denken, vielleicht hat ein anderer, das stimmt irgendwas nicht, bloß weil er nicht auch gesagt hat, ich liebe dich. Daran könntest du es festmachen. Prüf doch für dich. Wenn du deiner Partnerin, deinem Partner jemals sagst oder gesagt hast, ich liebe dich und es kam nichts zurück und dir ging es damit gut, dann liebst du diesen Menschen bedingungslos. Oder du bildest dir auf jeden Fall ein. Da komme ich nachher drauf zu sprechen, was ich damit überhaupt meine, ob das real ist. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Wenn es dir dann gleichgültig ist, und gleichgültig heißt nicht egal, das steht im Duden falsch drin, das sage ich immer, wenn ich das Wort benutze, gleichgültig heißt, es hat die gleiche Gültigkeit, ob er was sagt oder nicht. Dann kannst du sagen, ja, ich habe es voller Liebe, voller reinem Herzen, wollte ich meinem Gegenüber sagen, ich liebe dich. Und damit habe ich mir selbst ein Geschenk gemacht, weil ich war so voller Liebe und ich wollte das sagen. Und der andere hat sogar noch geschaut und ich habe gesehen an der Augen, wow, er oder sie findet es auch toll. Oder vielleicht sehe ich auch, oh, das macht jetzt jemand Stress, weil er denkt, da muss es erwidern. Es ist ja völlig egal. Wenn ich bedingungslos liebe, knüpfe ich es nicht an eine Bedingung, sondern ich gebe meinem total schönen Gefühl, was mitteilen zu wollen, Ausdruck und sage, oh Schatz, ich liebe dich. Und egal, ob mein Gegenüber zuhört oder nicht, ich wollte es sagen, um mir persönlich, das wäre die höhere Schule, ein Geschenk zu machen. Weil ich so voller Liebe, das hast du im zweiten Video, oder das wirst du im zweiten Video sehen, das kommt jetzt gleich, ich war so voller Liebe mir gegenüber, dem Kosmos gegenüber, auch diesem Wesen, dem ich es gesagt habe, dass es für mich ein Geschenk war, es fühlen zu dürfen und es artikulieren zu dürfen. Und ich war nicht davon abhängig. Hat es meine Frau, in dem Fall jetzt wäre es meine Frau, verstanden? Guckt sie vielleicht blöd und denkt, ah, der will mich sowieso wieder nur flachlegen, deswegen sagt das, oder was auch immer? Völlig egal. Es ist völlig egal, wenn sie wegläuft, du Spinner, weißt du nicht, was Liebe ist? Dann wäre ich trotz allem so voller Liebe, dass es völlig egal wäre, was sie sagt oder was sie macht, weil ich sage, wow, ich habe dieses perfekte göttliche Wesen angeschaut und habe dadurch letztendlich ja nur mich gesehen. Und ich kann ja in den Augen eines anderen Menschen, blicke ich ja in deren Seele und das sehe ich nur mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Was anderes kann ich nicht sehen. Ich kann immer nur mich sehen. Ich kann da draußen nie was wahrnehmen. Ich sehe immer nur mich. Und dann war ich so voller Glück und Harmonie mit mir, weil ich durch die Augen dieses perfekten Wesens mich selbst gesehen habe. Punkt. Und da bin ich so voller Liebe und so voller Dankbarkeit, dass ich es gesagt habe. Denn vielen Menschen macht es furchtbare Angst, das zu sagen, ich liebe dich. Weil es sehr viel Macht hat und weil es, ziemlich grenzüberschreitend sein kann, wenn man es im falschen Augenblick sagt. Das sage ich nachher was dazu. Und ich habe es gesagt, weil ich es so empfunden habe. Und ich war nicht abhängig davon, ob es verstanden und erwidert wurde. Das ist wahre Liebe mir gegenüber, nicht der anderen Person. Die andere Person darf nie eine Rolle spielen. Das darf nicht sein, dass die andere Person so wichtig wird, dass du es von der Reaktion der anderen Person abhängig machst, ob sie das glaubt oder wiedergibt oder nicht. Um Gottes Willen, ist ja eine Katastrophe. Ich habe einige Videos gemacht zum Narzissmus, da wirst du es entdecken, zu Ghosting. Viele verstehen es, also mit Sicherheit 95% verstehen es, aber es gibt immer noch genügend, die das Video wahrscheinlich furchtbar finden, gerade das Ghosting-Video, weil sie einfach
nicht die Verantwortung für sich übernehmen wollen, weil sie nicht über den Tellerrand gucken wollen. Ich merke, Moment mal, es hat doch immer was mit mir zu tun, wenn ich geghostet werde, als wenn sich jemand einfach mich verlässt und sich nicht mehr meldet. Oder beim Narzissmus Thema andersrum eben, egal wie rum. Es hat immer mit dir zu tun. Wenn du also das Gefühl hast, du liebst dein Gegenüber, du liebst die Welt und du bist so voller Glück und willst am liebsten alle in den Arm nehmen, die dir gerade entgegenkommen oder vorbeilaufen, dann bist du so voller Liebe und zwar zu dir. Das hat mit den anderen gar nichts zu tun. Das zeige ich dir im nächsten Video und sage dann was dazu. Und dann darfst du nicht abhängig sein von außen. Natürlich kannst du sagen, ja, aber wenn ich alleine bin, naja, wenn ich alleine bin und ich bin voller Glück, ja, dann brauche ich doch niemanden, den ich dazu texten muss, sagen, ich liebe dich, nur mal fürs Protokoll, das hatte nichts mit dir zu tun. Ja, das wäre sowieso Unsinn. Das heißt also, es darf nicht abhängig sein von außen. Wenn du jetzt natürlich eine Partnerin, einen Partner hast oder eine Freundin, Freund, wo du sagst, boah, ich habe gerade das Gefühl, ich liebe diese Person, das ist natürlich völliger Unsinn, sage ich jetzt mal, das hat überhaupt nichts mit der Person zu tun und du liebst überhaupt nicht die Person, sondern du liebst das Gefühl in dir, du verliebst dich doch gerade in dich. Das ist der Beweis oder wäre der Beweis, dass es überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun hat. Natürlich gibt es darüber hinaus noch mehr, dass du sagst, ja, aber kann es oder fragst, kann es nicht sein? Dass ich einfach einen Menschen liebe? Ja, klar kann das sein. Natürlich. Das kannst du messen, wie ich schon gesagt habe. Wenn du das Gefühl hast, du hast einen Freund, Freundin oder ein Tier oder was auch immer und du bist so voller Liebe diesem Wesen gegenüber, dann glaubst du wahrscheinlich schon, dass du dieses Wesen liebst. Es ist ja irgendwie auch so. Aber wen du in dem Moment mehr liebst, was dir da nicht klar ist, ist dich. Du liebst dich, weil deine Glückshormone deinen Organismus öffnen, du ein total schönes Gefühl zu dir hast und so voller Glückseligkeit und Dankbarkeit, nenn es Liebe, bist, aber in dich, in deine Gefühle bist du verliebt, in dein Sein. Und ist doch toll, dass eine andere Person eine Rolle spielt oder Rolle spielen kann, ist doch auch schön. Es kann ja sein, dass du sagst, ich liebe aber auch diese Person. Ja, finde das raus. Natürlich gibt es das auch. Das natürlich, aber es gibt auch die Illusion diesbezüglich. Vielleicht kennst du es, an der Stelle fällt mir jetzt gerade eine Szene ein, man sagt, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ich habe selbst natürlich auch schon oft genug erfahren, wenn man Streit hat mit einer anderen Person, also wenn du jetzt mit deiner Partnerin, mit deinem Partner Streit hast und es ist richtig kritisch, vielleicht sogar die Existenz bedrohend, dass die Beziehung vielleicht bricht und man versöhnt sich wieder. Dann findet Sex auf einer ganz anderen Ebene statt. Man sagt immer, oder ich glaube, so ähnlich heißt es, nach dem Stress hat man den schönsten Sex. Ja, weil man davor so Angst hatte vor der Einsamkeit, vor dem Alleinsein, vor der Leere, also den anderen zu verlieren, den Ersatzpapa, die Ersatzmama. Mehr ist es in der Regel sowieso nie, wenn man nicht aufpasst. Erkläre ich in all meinen Videos. Ich erkläre dir warum nachher noch, worum es geht, aber du findest in all meinen über 200 Videos findest du die tiefgründige Bedeutung hinter einem Trauma, hinter Bindungsängsten und. Es gibt kein Video auf diesem Kanal, das nicht all das immer wieder in der Tiefe erklärt, warum das so ist. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich kann es kurz erwähnen, dass ich nicht vergesse. Jeder Mensch ist beziehungsunfähig, definitiv. Weil die erste Beziehung in unserem Leben mit unseren Eltern wurde, ja, ist halt nicht optimal gelaufen. Das liegt in der Natur der Dinge. Das haben wir uns als Seele sogar so ausgesucht, von einer höheren spirituellen Ebene jetzt betrachtet. Das muss so sein. Dadurch bist du beziehungsunfähig, bindungsunfähig, hast Bindungsängste, bla bla bla. Das heißt, du hast ein Trauma, hast dein Herz verschlossen und jetzt versuchst du, entweder gar keine Beziehung mehr einzugehen, niemand mehr an dich ranzulassen, deswegen bist du beziehungsunfähig. Also ist man immer erstmal, weil man keine Beziehung zu sich hat. Das heißt, du wirst feststellen, immer wieder die gleichen Beziehungen, immer wieder, das klappt einfach nicht. Naja, weil du ein verschlossenes Herz hast, unbewusst Leute aussuchst, die genauso ein verschlossenes Herz haben, dass du gar nicht an die rankommst. Kannst immer sagen, oh, der Typ oder alle Männer sind scheiße oder so, was ich auch von Frauen höre. Ich sage, naja, sie haben am Händchen für scheiß Typen anscheinend. Sie kapieren es nicht, dass sie immer genau die aussuchen, die ihnen nicht gefährlich nahe kommen können. Dass sie ihr Herz nicht öffnen müssen. Aber das erkläre ich in all meinen Videos. Und hier geht es jetzt darum, du bist ein normaler Mensch, du bist traumatisiert worden, aufgrund dieses Traumas hast du dein Herz verschlossen, du empfindest Rache an Gott, das, wenn du in Kurs in Wundern kennst, weißt du, was ich meine, wenn nicht, das lass es mal so stehen, du empfindest einfach nur Rache, Wut, was auch immer, auf die ganze Welt, auf den Kosmos, auf Gott, wenn du so möchtest, und bist also total beziehungsunfähig. Wenn du dann jemanden triffst und ausnahmsweise aus Versehen oder vielleicht durch Übung dein Herz öffnest, dann bildest du dir doch tatsächlich ein, dass du einen anderen Menschen liebst. Das ist aber aufgrund der traumatischen
meist eben nicht gelösten Erfahrungen in unserer Vergangenheit gar nicht möglich. Kann sein, dass du jetzt an der Stelle denkst, der hat sie doch nicht mehr alle. Das kann doch nicht sein, dass ich niemanden liebe oder einen anderen nicht liebe. Ich empfinde es doch so. Da würde ich sagen, ja, was auch immer du empfindest, das ist eine Illusion. Dein Körper hat entweder aus Versehen, das passiert zwar nicht, er hat Macht auf, lässt einen anderen Menschen an dich ran, dadurch öffnest du dich, klar. Durch dein Öffnen spürt die Aura, die Spiegelneuronen eines anderen Menschen, dass du dich öffnest, dadurch öffnet er oder sie sich meist sogar unbewusst auch etwas. Und dadurch öffnet sich dein Körper wieder und dann siehst du in einem anderen Menschen so viel Liebe, so ein perfektes Wesen, dass du allen Ernstes glaubst, du liebst die Person. Wie soll das bitte gehen? Du kennst die Person vielleicht noch nicht mal oder du sagst, ja doch, ich bin mit meiner Frau, mit meinem Mann schon seit 50 Jahren zusammen. Ha, was heißt ha, das war jetzt unnötige Bemerkung. Selbst wenn du mit 50 Jahre mit jemandem zusammen bist, kennst du ihn trotzdem nicht. Kannst du gar nicht. Selten gibt es Beziehungen, wo man sich so nah und so offen ist. Klar, das lernen wir durch meine Methode oder meine Ausbildung. Okay, da gibt es ja genügend, die es auch lehren. Aber ein normaler Mensch verwechselt da grausam die Außenwelt mit der inneren Welt. Du merkst gar nicht, es ist unmöglich erstmal für einen normalen Menschen, einen anderen Menschen zu lieben aufgrund eines Traumas und der Bindungsängste. Das kann man lösen, natürlich. Ob ich recht habe, kannst du dir doch selbst jetzt mal ausmalen bei meinem Beispiel. Ich stelle vor, oder während ich jetzt sage, es ist unmöglich, dass du jemanden einfach so liebst und deine Gedanken sagen, was ist denn das für ein Unsinn? Das ist doch Quatsch. Ich weiß doch, dass ich meinen Mann oder meine Frau liebe. Die sagen, okay, dann stell dir doch mal vor, in deinem schönsten, glücklichsten Moment, wo du jetzt ganz sicher bist, dass du die Person wirklich liebst, dass du die Person liebst, stell dir vor, in dem Moment würde die Person plötzlich so gucken, einfach nur kurz so, weil sie an was denkt, ach Mist, ich habe vielleicht die Heizung zu Hause nicht ausgemacht oder den Herd. Guckt so, weil sie nachdenkt. Deine Spiegelneuronen sehen das. Jede Wette. Du wirst sofort nervös, also dein Körper wird nervös, weil er es vor dir sieht. Und dann merkst du es vielleicht gar nicht, dass du nervös bist. Und dann guckst du vielleicht erst und sagst, alles okay? Ist irgendwas? Du wirst anfangen zu quatschen. Weil diese innere Unruhe, diese Unsicherheit, dein Gehirn informiert, dein Reptilien und sagt, wenn das nicht geklärt wird, bist du tot. Dann ist der weg und du bist tot, weil du bist beziehungsunfähig, du bist nicht liebensfähig. Deine Liebe oder deine vermeintliche Liebe ist so abhängig von dem, dass der andere auch bleibt und es erwidert. Dann wirst du aber feststellen, das ist doch keine Liebe. Das ist eine wahre Farce, eine Illusion. Du liebst jemanden, solange er nicht blöd macht, ja. Solange er dich auch so anguckt und sagt, oh, ich liebe dich oder es fühlt sich so an. Es gibt auch in der Sexualität, wenn man es tantrisch betrachtet, die Verschmelzung zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau in der Regel auch, Da bist du angebunden an den Kosmos. Da bist du so eins mit dieser Person beim gleichzeitigen Höhepunkt, dass du Raum und Zeit vergisst. Das wäre der höchste Moment, wo man sagen kann, aber da liebe ich die andere Person. Da würde ich sagen, ja, das sagst du nur, weil du es noch nie erlebt hast. Dann hast du so eine Erfahrung mal gemacht. Gibt es den anderen nicht mehr. Du und der andere sind eins und löst sich dadurch alles auf. Das heißt, da ist niemand mehr, den du lieben könntest. Da ist kein Gefühl mehr da. Weil für normalen Menschen ist Liebe ein Gefühl. Und jegliches Gefühl, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ist kein Segen, sondern ein Fluch, wenn du nicht damit umgehen kannst. Denn Gefühle lenken dich vom Sein ab, wie dich Denken vom Sein ablenkt. Habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Musst du einfach nochmal angucken, wenn es jetzt vielleicht zu schnell oder zu viel ist. Du musst es für dich rausfinden. Ist es wirklich so, dass du jemanden bedingungslos liebst? Weil dann ist es völlig okay, egal was er macht. Also stell dir vor, oder du sagst jetzt zu mir, wenn du da wärst, Michael, das ist Unsinn. Klar, das sagen die meisten, weil es für sie unromantisch ist, weil sie eine furchtbare Angst haben, dass ich recht haben könnte. Das erlebe ich ja in der Therapie und Coaching, wenn ich dann sowas mal reinwerfe. Männer sind da, weiß ich nicht, wie es nennen soll, schmerzunempfindlicher, offener oft. Frauen drehen ganz oft durch. Weil dann ihr Traumbild, also gab es bei Männern auch schon, zusammenbricht und sagt, das ist doch völliger Quatsch, total unromantisch, das kann doch nicht sein. Wo ich merke, ja klar, eine völlig normale, für mich liebenswerte, aber unbewusste Angst, dass es nicht stimmen könnte. Dass der Hero, der Held, der Ersatzpapa, der Beschützer für die Frau nicht mehr da ist, weil sie selbst nicht auf die Kette kriegt. Und dann geht die Frau dem Mann natürlich auf die Nerven, weil sie ständig fragt, liebst du mich noch oder wann kommst du nach Hause? Ist ja auch so ein Ding. Schatz, wann kommst du nach Hause? Weil ich muss wissen, ob du mich noch liebst. Wenn du nach Hause kommst, bin ich sicher, dass ich nicht allein bin und so. Das ist alles sehr trickreich und menschlich und normal, nur fatal.
Deswegen gibt es keine Beziehung, die normalerweise einfach so funktioniert. Jeder Mensch ist aufgrund seines Ursprungstraumas völlig beziehungsunfähig. Die erste Beziehung, die wir wiederherstellen sollten, ist die Beziehung zu uns, zu meinem inneren Kind. Da gibt es ganz viele Videos auf meinem Kanal hier auch. Und wenn du das schaffst, dass du zu dir eine Beziehung hast, eine Bindung hast, zu einem Schmerzkörper oder zu einem inneren Kind, egal welches Schemata du nimmst, dann gehst du da draußen jemand auf die Nerven, indem du von dem geliebt werden möchtest oder möchtest, dass er dich liebt. Dann bist du völlig frei. Und dann ist es nicht wichtig, ob dich jetzt jemand liebt, weil du siehst tief drin, vielleicht, wenn du es kannst, die Seele eines anderen Menschen. Du weißt, es ist ein perfektes, reines Wesen. Wenn du deinen Mann, deine Frau wirklich auf tiefster Ebene liebst, weil du den Wesenskern erkannt hast, den Seelengefährten in dem anderen, dann wäre es völlig in Ordnung, wenn der Mann oder die Frau nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich bin gerade fremdgegangen. Dann wirst du als normaler Mensch vielleicht schon mal erst komisch gucken, denken, okay, da muss man nachfragen, nur fürs Protokoll, was heißt das denn jetzt? Aber du wirst die Liebe nicht in Frage stellen. Aber normaler Mensch dreht ja völlig durch, macht womöglich ein Riesentheater, anstatt zu sagen, wow, cool, du bist fremdgegangen, klasse. Zeigt dir, dass irgendwas gerade nicht in der Beziehung nicht stimmt und wir vielleicht nicht wussten, können wir jetzt was damit machen. Oder wenn es zu spät ist, haben wir zu lange was übersehen, dann vertraue ich dem Leben, dass ich etwas anderes kommt, wenn ich das brauchen möchte. Ich würde aber nie die Person in Frage stellen. Würde deine Freundin zu dir sagen, ah, dein Mann, du hast ihn verlassen, weil der Arsch dich mit deiner besten Freundin oder so betrogen hat und du sagst, ja, so ein Idiot und es sind doch alle Männer, das macht gleich und so, dann hast du plötzlich völlig vergessen, dass du in dem Moment, wo er mal nicht blöd gemacht hat oder du so in deinen eigenen Körper verliebt warst und es nicht geblickt hast, ihm dann aus Versehen noch gesagt hast, Schatz, ich liebe dich und gar nicht gemerkt hast, was du da für einen Unsinn laberst und dass es ja gar nicht haltbar ist. Denn jetzt, wo er sagt, es ist irgendwas passiert, aus dem Ruder gelaufen, die Kontrolle hatte ich darüber vielleicht nicht, wie auch immer, drehst du durch. Das ist doch keine Liebe. Prüf's immer für dich und finde raus, ist das, was du bisher empfunden hast, wahre Liebe oder ist es nur eine Illusion? Nur du kannst es für dich rausfinden. Bitte nicht einfach glauben. Wenn du das alles so, was ich sage, nachvollziehen kannst, kannst du ja sagen, wow, habe ich vielleicht noch nie drüber nachgedacht, ist ja schon was dran. Jetzt kommt dann aber meistens von ängstlichen Menschen das Aber. Das ist immer aus Angst heraus, dass es nicht stimmen könnte. Ist auch okay. Fühle es. Und frag dich wirklich, ist es möglich, dass du einen anderen Menschen liebst? Wenn ja, was muss passieren? Woher weißt du das? Wie würdest du, wenn ich dich jetzt fragen würde, erklär mal oder beweis mir mal, dass es so ist, wie würdest du mir beweisen wollen, letztendlich dir selbst, dass du wirklich einen anderen Menschen liebst und nicht auf deine Gedanken, Gefühle, Bilder, auf das Wunschdenken in deinem Kopf gerade reagierst. Ich kann es dir sagen, medizinisch, quantenpsychologisch, schon lange erwiesen, dass es da draußen keine Realität gibt, spielt sich nur in deinem Kopf ab. Aber find's raus. Finde auch raus, ob es so in Ordnung ist. Denn wenn du sagst, das ist alles Käse, den Scheiß hätte ich mir lieber nicht angucken sollen, was labert der da für ein Käse, dann kannst du sicher sein, dass du eine wahnsinnige Scheißangst, dass ich recht habe oder du weißt, dass ich vielleicht recht habe und es macht dir Angst. Es muss es aber nicht. Denn der Zweck des Videos ist, dir klarzumachen, wenn du es schaffst, dich in dich selbst zu verlieben, wow, dann hast du es geschafft. Das ist kein pathologisches, egoistisches Selbstverliebtsein von egozentrierten Menschen. Das ist gestört, krankhaft. Das meine ich nicht. Das ist pathologisch. Nein, ganz einfach, wenn du merkst, du bist so voller Glück und Liebe und dazu hat jetzt ein anderer Mensch, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, beigetragen, das ist doch super. Aber fühle es. Es sind deine Gefühle. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber die andere Person liebe ich auch. Ja, natürlich wirst du sie auch lieben. Wenn du dich selbst liebst, bedingungslos liebst und dieses Gefühl des Einsseins mit allem hast, liebst du automatisch diesen anderen Menschen. Du liebst automatisch deine Küchenuhr, den Köter vom Nachbarn, den du vielleicht nicht leiden kannst, oder den größten Feind, falls du einen hast, liebst du automatisch, weil du spürst, alles ist eins. Es gibt da draußen niemanden, den du lieben könntest oder müsstest. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, weil ich jetzt von sehr hohen Ebenen spreche. Ich erwarte auch jetzt nicht, dass du es verstehst.
Denn du kannst sehr fühlen, ob ich recht habe oder es geht ja gar nicht darum, ob ich recht habe, ob es in dir was auslöst. Denn wenn du bereit bist, dir bedingungslos zu begegnen, dann wirst du feststellen, du bist so voller Liebe dir gegenüber. Die Gedanken, dass du dich selbst immer runtermachst und fertig machst und, oder andere, hören auf. Und du siehst in allem vollkommene Liebe. Und dann hast du dich tatsächlich auch in alles verliebt oder du liebst alles. Das ist schon möglich, ja. Aber es ist da, nicht aber, Punkt. Neuer Satz. Nur du musst es rausfinden. Und du kannst es immer rausfinden, wenn du es auf Stress testest. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass dieser Stresstest jetzt eigentlich auch keinen Sinn macht. Wenn ich dir den sage, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, du kannst dir vorstellen, wenn die Partnerin der Partner blöd macht, liebst du sie immer noch. Da belügt man sich sowieso meistens selbst. Also die Frage ist letztendlich, wenn ich die Patienten immer gefragt habe und welche Frage auch immer gestellt habe, habe ich gemerkt, ja, das war jetzt eine Unsinnsfrage. Weil das Ego des Menschen, eines unbewussten Menschen, verarscht den Menschen ja genauso wie ein Alkoholiker oder jemand, der jeden Abend ein Glas Wein trinkt über lange Zeit, ist per Definition eine Alkoholikerin oder Alkoholiker. Habe ich schon mal im Video gesagt, dass Sie in den Kommentaren gesehen, dass da jemand durchgedreht ist, weil es wahrscheinlich eine Alkoholikerin oder Alkoholiker war und sich nicht eingestehen wollte, dass man süchtig ist. Nach so langer Zeit, von mir ist ein halbes Jahr oder Jahr, jeden Abend ein Glas Wein, das kann ja durchaus, wenn es Rotwein ist, gesund sein, aber da bist du drogenabhängig. Und wenn ich dann jemandem sage, lass es doch mal weg, muss ich dir nicht beweisen. Da merke ich Angst davor, dass es nicht schaffen könnte. Und genauso hast du Angst, wenn du jetzt nachvollziehen möchtest, liebe ich jetzt meine Partnerin oder meinen Partner oder ist es eine Farce? Nein, es ist keine Farce. Es ist halt sehr unbewusst. Und wenn es dir Angst macht, sagst du, natürlich liebe ich die. Dann, wenn du es anhand der Reaktion merkst, dass dein Körper so schnell reagiert, musst du dir klar machen, du hast eine Scheißangst, dass es stimmen könnte, also dass ich recht habe oder dass du es vielleicht nicht liebst oder dass du es gar nicht mehr durchfliegst. Das ist ja total unromantisch. Nein, ist es nicht. Denn wenn du wirklich weiter an dir arbeitest, und dazu dienen ja alle meine Videos, wirst du es auf jeden Fall verstehen, was ich meine. Und du wirst sagen, okay, ich fange einfach immer mehr an. Das habe ich auch in verschiedenen Videos dargestellt mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, glaube ich. Dann wirst du anfangen, dir mehr selbst zu vertrauen. Du bist dir selbst bewusster und dann wird es einfach viel ruhiger. Dann bist du nicht davon abhängig, kommt deine Partnerin, dein Partner zu spät. Du bist nicht davon abhängig, dass du jemand sagen musst, dass du ihn liebst, in der Hoffnung, er gibt es zurück und umgekehrt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, was heißt eine Geschichte, an eine Therapiesituation. Ein jünger Mann kam zu mir und war total unglücklich. Und ich sage, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Naja, er hat es gedacht, nach vielen Jahren Beziehungstheater und ein paar Jahre keine Beziehung, hat er seine Traumfrau gefunden. Er hat es so empfunden, sie auch, und sie hat es auch gesagt. Beide waren sich einig, dass sie sich lieben und sie waren total glücklich. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist passiert? Wie lange wart ihr zusammen? Oder was ist überhaupt passiert? Und sagt er, ja, das weiß er eben nicht. Diese Frau meldet sich seit 2 Wochen nicht mehr. Sie beantwortet keinerlei WhatsApp-Nachrichten. Sie hat ihn noch nicht gesperrt. Also es geht ja nicht um Ghosting. Aber sie reagiert nicht und er ist total verzweifelt. Dann sage ich, ich kann dir sagen, was passiert ist. Und sagt er, ich habe da noch gar nichts gesagt. Dann sage ich, ja, du weißt es ja auch nicht. Du sagst ja, seit 2 Wochen habt ihr keinen Kontakt mehr. Davor wart ihr 2-3 Wochen zusammen. So etwa hat er gesagt. Und es war alles total toll, high level. Und plötzlich abgerissen alles. Und du verstehst es nicht. Ich kann dir sagen, woran es lag. Das verstehe ich jetzt nicht. Woher willst du das wissen? Kannst du Gedanken lesen? Sag ich nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin psychologisch bestens ausgebildet und mache den Job jetzt seit über 30 Jahren. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Wahrscheinlich hast du einen folgenschweren Fehler gemacht. Sag er, wieso? Was habe ich gemacht? Hast du etwa womöglich noch während ihr Sex hattet oder nach im Sex, wo es so ein offener, heiliger, intimer Moment war, hast du dann aus Versehen, weil du so voller Glückshormone warst und nicht gemerkt hast, was ich ja gerade die ganze Zeit erklären wollte, dass du eigentlich gerade in dich selbst verliebt warst, hast du etwa den Fehler gemacht, dieser Person in die Augen zu schauen und sagen, ich liebe dich. Ja, woher weißt du das? Ist es schlimm? Sag ich, na, ja, anscheinend schon. Ja, wieso? War das falsch? Und sage ich, naja, es gibt keine Fehler. Aber so, wenn du es so sagst, ja, natürlich war es ein Fehler. Ja, wieso? Naja, ein Fehler war es erstmal nicht. Aber da du nicht die Wahrnehmung hast, ich sage dir gleich, was ich meine,
und eben nicht so ausgebildet bist wie ich, hast du es nicht gesehen, was passiert ist, und du konntest es nicht mehr ändern. Können wir jetzt gemeinsam klären, und wenn du das machst, was ich dir vorschlage, und es auch deins ist, dann kannst du das jetzt wieder drehen. Sagt er, was meinst du? Und sag ich, du hast ihr gesagt, ich liebe dich. Wie hat sie denn geschaut? Bin ich mir nicht mal ganz sicher. Dann habe ich gesagt, komm mir mal eine kleine Trance, ich führe dich mal eine kleine Trance, führe dich an den Ort zurück, und dann sag mir bitte, als du das voller Liebe sagst, wie schaut sie? Und dann sagt er direkt, der Trance zu mir, die guckt so komisch. Das habe ich gar nicht gemerkt. Dann sag ich, ja, du warst halt so sehr in dich verliebt, dass du die Person jetzt halt benutzt. Das machen ja Menschen immer, wenn sie jemand anderen sagen, ich liebe dich. Das ist ja eine Art Missbrauch teilweise. Aber teilweise ist es so, wenn man es richtig betrachtet. Da beide involviert sind und beide das Thema brauchen, ist es ja auch okay. Und du hast nicht gemerkt, dass es sie wahrscheinlich erschreckt hat. Die Frau war in diesem Moment völlig erschrocken, dass du sagst, ich liebe dich. Dann sagt er, aber das ist doch was total Schönes. Sie hat doch auch die ganze Zeit mir zu verstehen gegeben, dass es eine Traumbeziehung ist. Sie hat vielleicht nicht gesagt, dass sie mich liebt, aber sie hat alles so mehr oder weniger gesagt. Was sie so gesagt hat, war fast synonym wie ich liebe dich. Ich sage, ja, ja, schon. Aber weißt du, was du gemacht hast? Du sagst zu ihr, ich liebe dich. Diese drei Worte haben ein so schweres Gewicht für eine Person, die du noch nicht so lange kennst, dass das dieser Person eine wahnsinnige Angst gemacht hat, sonst hätte sie nicht so geguckt und sich jetzt vom Acker gemacht. Und sie hatte die Wahnsinnsverantwortung in diesem Moment gespürt, einerseits, dass sie es zurückgeben muss, was wir ja so gewohnt sind, was sie nicht konnte, weil sie überrascht war und weil sie gemerkt hat, da gibt mir jemand so viel Liebe, die hat natürlich auch nicht gemerkt, dass es nichts mit ihr direkt zu tun hat, dass du in dich verliebt warst. Und diese Verantwortung kann ich ja gar nicht übernehmen. Und das hat ihr Angst gemacht. Deswegen hat der Körper zugemacht und sie hat auch noch so geguckt und hat sich direkt danach nicht mehr gemeldet. Und das Zweite, was noch dazu kommt, genauso gravierend ist, sie hat gesehen, dass ein kleiner, schwer verletzter, hilfloser Junge nach Mama ruft. Oder wieso? Menschen, die zu anderen sagen, ich liebe dich, und sehr unbewusst damit umgehen, wissen gar nicht, was sie damit für einen Schaden anrichten. Sie wissen gar nicht, dass da drin ein kleines Kind ist, das sagt, ich sag dir mal, dass ich dich liebe, weil meiner Mama konnte ich es nie sagen, die war nie da, die war verblödet, die war depressiv oder sie wollte mich nicht oder was auch immer und Papa auch nicht. Und jetzt möchte ich es dir mal sagen, in der Hoffnung, du spielst kurz meine Mutter und sagst es mir auch, dass ich mal über 1000 Ecken die Absolution von meiner Mutter kriege, das ja eh nichts bringt. Und das hat sie gesehen, dass du ein kleiner Junge bist, der jetzt nicht wirklich klammert, aber sich so an diese Aussage, ich liebe dich, klammert, in der Hoffnung, sie sagt es auch. Du warst, weiß gar nicht, ich habe dich nicht gefragt, ob du enttäuscht warst. Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ob wir das besprochen haben. Dazu kam es gar nicht mehr, weil er aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, ach scheiße, jetzt fällt mir was ein. Sag ich, was meinst du? Bisher haben mich immer alle Frauen verlassen, weil sie gesagt haben, ich würde klammern und einen Wahnsinnsdruck machen. Das habe ich nie verstanden. Sag ich, genau das hast du gemacht. Du hast mit dem, dass du ihr einfach gesagt hast, ich liebe dich, einen dermaßen hohen Druck aufgebaut, dass die natürlich weggelaufen ist. Sagt er, scheiße. Sag ich, ist halt so. Du kannst es in Ordnung bringen. Ja, wie denn? Die meldet sich doch gar nicht. Und sag ich, naja, wenn sie dich noch nicht gelöscht hat, du siehst ja anhand von WhatsApp-Nachrichten, ob sie empfangen wurde, ob sie es liest. Und sagt er, ja. Sie liest es immer, aber sie antwortet nicht. Also sie liest es noch. Warum liest es noch? Warum hat sie dich nicht, wie sagt man, blockiert? Weil sie dich halt schon auch liebt und schon auch die Nähe möchte. Das macht jetzt nur wahnsinnige Angst. Und das kannst du nutzen. Schreib ihr doch einfach, was du heute in unserer Sitzung erfahren hast. Schreib ihr doch einfach, ich habe gerade, sag doch, dass du es geträumt hast, wenn du nicht sagen möchtest, es war eine Therapie, dann Coach. Ist egal, wie du sagst. Aber sag ihr, dass dir gerade klar wurde, dass du die wahnsinnige Energie, die du in dem Moment gefühlt hast, auf sie übergestülpt hast und dass du nicht wolltest, dass es ihr Angst macht. Und du wirst es nicht zurücknehmen, weil es ist eine Empfindung gewesen und du möchtest nur ihr klar machen, sie muss das nicht erwidern, wenn sie das nicht sicher ist. Sie muss gar nichts machen. Sie soll einfach nur verstehen, dass du jetzt kapiert hast, dass es ihr vielleicht Angst gemacht hat und dass sie deswegen zurückgeht. Das wolltest du nicht. Du willst sie nicht klammern, du willst sie alle Freiheit lassen. Sie muss Zeit eures Lebens oder eurer Beziehung nie sagen müssen, dass sie dich liebt. Schreib ihr, das siehst du ja auch so. Das muss man nicht jetzt auch extra noch für die Landbevölkerung so mitschreiben. Sagen, hey Schatz, ne, für die Dumpfbacken hier im Raum, ne, sag mal, dass ich dich liebe, falls du noch nicht gesehen hast. Das musst du alles nicht. Und dann sag ich, aber meinst du, die versteht? Und sag ich, ja.
Jetzt, wenn du das schreibst, wird sie es verstehen. Weil eins ist auch sicher. Sie weiß selbst nicht, warum sie nicht mehr kommt. Jede Wette, dass wenn du das schreibst, wird ihr selbst erstmal klar, wieso gehe ich da nicht mehr hin? Was hat mir da so Angst gemacht? Denn das höre ich umgekehrt von Frauen, wenn sie in der Therapie sind, wo ich dann sage, ach so, das hat ihnen Angst gemacht. Nö, doch. Wieso melden sie sich nicht mehr? Und die sagen, ach so, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Dann sage ich, kommen Sie, Augen schließen, gehen wir mal da kurz rein. Und sage ich, boah, ich habe ja gar nicht mitbekommen in dem Moment, wo mein Gegenüber mir was total Liebenswertes gesagt hat, was mir das für eine Angst gemacht hat. Dass es mir Angst gemacht hat, ich muss jetzt mein Herz öffnen, kriege vielleicht wieder einen Dolch rein. Erfährst du alles in meinen Videos, wo es um Traumata geht, innere Kindarbeit und so. Was da dahinter steckt und wie man es lösen kann. Denn ich sage dir nur, was hier läuft, wie du es lösen kannst. Das wirst du in all meinen über 200 Videos erfahren. Du kannst natürlich auch im Link der Textbeschreibung unten gucken. Es gibt Videokurse, der Grundkurs zu meiner Methode oder auch der Grund- und Angstkurs. Da kannst du eine sehr schnelle Abkürzung erleben mit Traumaarbeit. Eben, das kann ich ja hier auf YouTube nicht liefern. Genau, das heißt also, so läuft es ab. Und jetzt mache ich hier nochmal Cut und zeige dir das zweite Video. Das zweite Video ist ja, das hatte ich auch gerade vorhin gedreht, wo es eben darum geht, dass der Mann nicht zur Frau sagt, dass er sie liebt, sondern dass er sich selbst liebt. Das, was ich jetzt letztendlich schon vorweggenommen habe, habe ich nochmal in der Szene für dich festgehalten. Schau dir mal an, wie das aussehen kann. Und dann komme ich direkt nach dieser Szene nochmal, sage noch ein paar Sachen dazu und auch zu den anderen Sachen, die mir dazu noch einfallen, dass wir das abrunden können und du gucken kannst, okay, heftig, wusste ich gar nicht, dass es so eine Konsequenz haben kann und wie unbewusst wir damit umgehen und, sodass du einfach für dich deine Wahrheit und Lösung rausfindest. Okay, erstmal viel Spaß bei dem nächsten Video. Schatz. Ich liebe mich. Was? Ja, ich liebe mich. Was? Du liebst dich? Du guckst so komisch. Du verstehst das nicht. Echt jetzt? Wieso nicht sage ich liebe dich? Naja, ich habe dich gerade angeschaut. Und ich sehe ein fantastisches, göttliches Wesen. Und ich habe auch den tieferen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Kern in dir gesehen. Ich habe gerade dich angesehen und war so voller Liebe, weil ich so ein perfektes, göttliches Wesen neben mir habe. Und mir ist klar geworden, dieses Gefühl, das ich gerade fühle, ist mein Gefühl. Es ist natürlich aufgrund dessen, dass du hier bist, aufgetaucht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in deinen Augen mich gesehen wahrscheinlich. Ich war so voller Liebe und so voller Dankbarkeit im Universum gegenüber, ja, dass ich so voller Liebe war. Und wenn ich dann zu dir gesagt hätte, ich liebe dich, das wäre mir zu wenig. Ich habe gesagt, ich liebe mich, weil ich so voller Liebe war, weil du da warst, weil ich die Liebe empfangen konnte. Es war meine Liebe, die ich in dir gesehen habe. Natürlich, weil deine auch da ist. Aber ich war so voller Glück, der Körper war so voller Energie, dass ich einfach sagen musste, ich liebe mich. Ich habe mich, glaube ich, gerade in mich, in mein Sein, in meine Energie, in meine Liebe, in meine Nennsgöttlichkeit verliebt. Und ich musste gerade sagen, ich liebe mich. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Zwischendurch ist es ein bisschen gekippt. Also mich so irritiert angeguckt hast, so voller Vorwürfe. So habe ich es auf jeden Fall empfunden. Wieso sagst du nicht, du liebst mich oder so? Dachte ich kurz, jetzt wird's eng. Dann habe ich auch festgestellt, dass meine Hände leicht so machen. Da war gerade nicht mehr so viel von dieser Leichtigkeit in mir, dieser Liebe. Es wurde eng. Und dabei habe ich für einen Bruchteil einer Sekunde gemerkt, auf welch dünnem Eis das war oder immer ist. Es ist so abhängig von dem, was da draußen passiert, also in mir. Schaust du mich voller Liebe an, so wie du es vorhin getan hast, total, du hast mich so liebevoll angeschaut, dass ich fühlen konnte, dass jede Zelle in mir spüren konnte, dass du gerade selbst voller Liebe bist. Und ich hätte mir gewünscht,
dass du es auch fühlst und sagst, oh Schatz, gut, dass du es sagst, ich merke auch gerade, dass ich mich liebe. Aber du wolltest, dass ich dir sage, dass ich dich liebe. Okay. Aber ich habe es gespürt. Es war so voller Liebe, dass ich auch vielleicht dachte, dass du das sehen müsstest, dass ich so voller Liebe bin. Und dass ich dich so anschaue und sage, ich liebe mich. Mir war dann schon klar, dass dein Gehirn ein bisschen irritiert ist, weil du normalerweise hören würdest, ich liebe dich. Sage ich ja normalerweise auch. Aber gerade hatte ich das Gefühl, dass ich zum ersten Mal vielleicht seit langem Ruhe vor mir selbst hatte. Mein Ego hat nicht reingequatscht und hat gesagt, liebst du diese Frau überhaupt? Darfst du sie überhaupt sagen? Oder? Oder denkst du wieder, du willst nur poppen, wenn du sagst, oder was auch immer? Das war weg. Ich hatte Ruhe vor mir selbst. Ich war so im Einklang mit dem Universum, auch mit dir, gerade in dem Moment mit dir, ja, dass ich es nicht anders formulieren konnte. Unfassbar. Mir wurde aber auch klar, auf welch dünnem Eis das Ganze ist. Eine kleine falsche Bewegung oder Mimik von dir wie vorhin, deine für mich völlig nachvollziehbare Reaktion, habe ich sofort gemerkt, oh, jetzt könnte es ganz schnell kippen. Da war kurz all das, was ich gefühlt habe, weg. Es kam aber sofort wieder, weil es wohl so mächtig war. Natürlich ausgelöst erstmal durch deinen unglaublich schönen, tiefgründigen, warmen, liebevollen Blick. Der hat es mit Sicherheit initiiert, also vielen Dank dafür, das war schon so. Mir wurde aber klar, ich sehe nicht dich allein nur, sondern ich sehe durch dich mich. Ich kann es dir gar nicht anders beschreiben. Ich wünschte mir, du könntest es auch sehen. Vielleicht sollten wir mal die Übung machen, dass wir uns gegenüber sitzen und einfach uns nur anschauen und versuchen zu fühlen, was fühle ich bei mir? Natürlich ausgelöst durch dich, klar, aber es sind doch immer meine Gefühle. Und es darf doch nie von dir abhängen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Schöner Moment auf jeden Fall. Danke dafür. So, jetzt zurück von diesem Video. Auch da kann ich mir vorstellen, würden viele sagen, aus meiner Erfahrung meist Frauen eben, wie unromantisch. Das sagt doch kein Mann. Natürlich sagt das ein Mann nicht, weil er es ja auch gar nicht weiß. Es würde auch keine Frau sagen, dass es so ist. Aber es ist doch so, wie ich gesagt habe, da sind Glückshormone da, du glaubst, der andere oder die andere hat was damit zu tun. Nicht direkt. Natürlich ist diese Spiegelfläche da. Du könntest ja sagen, nee, das erlebe ich auch, wenn ich in den Spiegel schaue. Da schaue ich mir direkt in die Augen und da bin ich so in mich verliebt, dann fühle ich meine Göttlichkeit und bin in die ganze Welt verliebt. Okay, dann brauchst du niemand anderen. Dann sind die anderen Menschen einfach ein total schönes Geschenk. Ist doch schön, wenn sowas passiert, dass zwei Menschen das erleben dürfen, wie sie in sich selbst verliebt sind durch diesen Moment, das auch noch mit dem anderen zusammen erleben, um dadurch wieder einen größeren Raum zu schaffen. Der Mann fühlt jetzt, dass er sich selbst liebt. Die Frau fühlt, dass sie gerade selbst in sich verliebt ist. Oder egal, welche Paare, Mann, Mann, Frau, Frau, egal. Und dann merken, was für ein Moment. Wir haben es geschafft, uns auf Seelenebene zu erkennen, dass wir wissen, wir sind zwei Seelen, die hier gelandet sind, um zum Beispiel durch die Hölle des Trennungsschmerzes, der Sehnsucht zu gehen, eben keine Liebe zu fühlen. Und sind ganz oft der Sehnsucht nach Liebe auf den Leim gegangen, haben jeden ist jetzt übertrieben, vielen gesagt, ich liebe dich oder irgend so ein Käse, was ja einfach nur Missbrauch war, um von sich abzulenken. Und jetzt sind wir in einem Space, in einem Raum, wo wir durch den anderen Menschen, das ist natürlich noch schöner, wie nur in den Spiegel zu gucken, fühlen, beides Gleiche fühlen. Beide fühlen, das ist wahre Liebe, da müsste keiner irgendwas sagen. Denn du fühlst das. Ich kann ja mal eine Gegenprobe machen oder darstellen, einen Umkehrschluss. Ich hatte jetzt gerade einen Gedanken. Ich muss überlegen, was war denn das gerade? Ja, machen wir es mal andersrum. Stelle ich das jetzt da. Also ich bin hier der Mann und hier ist die Frau. Nehmen wir mal den Mann. Der Mann sagte zu seiner Frau, Schatz, ich liebe dich. Nicht erschrecken jetzt, ich werde gleich laut. Und die Frau, was?
Was ist jetzt los? Spinnst du? Und dann, okay, Peace, Bruder, was ist jetzt los? Ich habe dir nur gesagt, ich liebe dich. Ach, du wiederholst es. Es wird ja immer besser. Was ist los mit dir? Hast du was genommen? Was stimmt mit dir nicht? Du denkst wirklich, ich bin blöd? Du denkst, ich bin blöd? Echt jetzt? Und der Mann wird, wieso? Du hast gesagt, du liebst mich? Echt jetzt? Denkst du, ich bin blöd oder was? Du kommst abends nach Hause, bringst mir Blumen mit, schaust mich voller Hingabe, voller Liebe an und schenkst mir Blumen. Manchmal, wenn ich koche, kommst du von hinten ganz liebevoll, küsst mich in den Nacken. Einfach so. Beim Essen sagst du jedes Mal, wow, Dankeschön und es schmeckt ganz toll. Auch wenn es dir mal nicht schmeckt, dann sagst du nicht, dass es toll schmeckt. Da respektierst du mich und verarscht mich nicht, weil ich würde es ja merken. Du bedankst dich aber immer fürs Essen. Du schaust mich manchmal so an, dass ich fast, ja, ich gehe fast auf vor Freude. Ich könnte gerade weinen, wie liebevoll du mich anschaust. Wo ich denke, wow, das sieht meine wahre Schönheit. Denkst du echt jetzt? Denkst du allen erst ernstes Freundchen? Ich bin dumm oder was? Ach, dann sag doch gleich, also Schatz, nur fürs Protokoll, falls du dumm bist, ich bring dir ja Blumen mit und so, also nur falls du geistig ein bisschen behindert bist, also fürs Protokoll, ich liebe dich, ne? Falls es noch nicht rauskam, wollt's mal gesagt haben. Also, merkst du was? Frag dich doch mal, wenn du deinem Gegenüber sagst, ich liebe dich, wieso machst du das? Denkst du dein Gegenüber ist doof oder was? Dann sag doch gleich, Schatz, bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob du es gemerkt hast, dass ich liebe. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich liebe dich, ne? Kannst du auch schriftlich geben, wenn du willst. Sicher ist sicher. Was für ein Wahnsinn eigentlich. Denkst du dein Gegenüber ist dumm? Jetzt höre ich wieder manche Menschen sagen, oh, das ist wieder so unromantisch, was ist der wieder mit seinem Theater und so. Das kann man doch sagen. Du kannst alles sagen. Als unterbewusster Mensch wirst du halt mehr Schaden anrichten, wie dass du irgendwas bewegst. Denn wenn zwei Menschen sich anschauen, dann spüren sie, wow, da ist so viel Liebe da. Muss man das noch sagen? Muss man diesen heiligen Moment, wo zwei Herzen, zwei Menschen, ja, wie soll ich sagen, verschmelzen? Muss man den noch mit irgendeinem komischen Lauten? Oder so, klar, man kann es sagen, Schatz, ich liebe dich. Ist auch nicht besser. Das sind irgendwelche Gestammel, das ist irgendein Gestammel und macht diesen Moment kaputt. Ich weiß, viele schalten jetzt vielleicht ab und sagen, oh, was für ein Unsinn. Frag dich doch selbst, ist es echt nötig? Wenn du es findest, tu es. Aber mach es bewusst. Wenn du dann deinem Gegenüber sagst, ich liebe dich, um es vielleicht nochmal zu unterstreichen, sicher ist ja sicher, dann mach's halt. Wenn du das Gefühl hast, es ist gut so. Und dein Gegenüber sagt es auch, weil es einfach gerade passt. Warum nicht? Warum nicht? Nur diese Laute, die da rauskommen, sind meistens einfach Lärm, Geräusche, die den Moment des Fühlens kaputt machen. Denn Menschen, wir Menschen können nur eins, auch Frauen können nur eins. Also immer Frauen sind Multitasking. Ja, Multitasking vielleicht schon, aber es gibt Multitasking heißt trotzdem, dass es immer nur ein Moment ist, der nacheinander folgt. Auch ein Computer kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, ein Mensch schon gar nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du das fühlst und du sagst, ich liebe dich, kommt es von einer emotionalen Gefühlsebene auf eine kognitiv-intellektuelle. Du musst es erstmal hören und umsetzen. Das geht zwar bei Biophoton mit Licht, das geht schnell, aber damit ist der Augenblick, ich würde nicht sagen kaputt, aber es ist eine zusätzliche Ebene, die es nicht bräuchte. Nochmal, mach es, wenn du es machen möchtest. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich habe das oft genug gesagt. Und es kann sein, dass wenn ein Moment da ist, ich meine Frau angucke, dass ich es dann sage. Dann sage ich nicht, ah, Protokollführer streichen den letzten Satz, und schreit sie mich an und so, weil sie dann sagen würde, sag mal, bist du blöd? Ich habe es doch gesehen oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich mache es dann und schaue einfach, was passiert. Mach du es bitte genauso. Spiele damit rum. Vielleicht als Idee. Wenn ich jetzt, ja, fällt mir gerade ein, wenn ich dir jetzt eine Aufgabe geben würde, kannst du es als Aufgabe, machst doch als Aufgabe, dass du selbst über den Tellerrand guckst und nicht immer nur meins glauben musst. Versuch doch mal,
deinem Partner oder deiner Partnerin zu zeigen, dass du sie liebst, ohne dass du sie erst damit zutexten musst oder ihnen, dass es sagen musst. Du musst also ohne verbalisieren und jetzt nicht einen Zettel nehmen. Sagen, ah, Michael hat nur gesagt, ich darf nicht reden, jetzt nehme ich einen Zettel und halt's mal so hin, so, oh, Schatzi, guck mal. Nee, das nicht. Nicht schreiben, nicht mit Gebärdensprache oder Rauchzeichen, falls du das kannst. Einfach nur, finde es raus. Blumen sind jetzt nicht zwingend der Bringer, wo du sagen musst, ja, kauf ich mal wieder ein paar Blumen. Da denkt die Frau vielleicht, oh, schon lange her, der will poppen, sonst kauft er keine Blumen. Oder der ist fremdgegangen, sonst wird er keine Blumen kaufen. Da stimmt doch was nicht. Also lass den Unsinn, das ist nicht sehr geschickt, sondern find einfach raus, was könntest du machen, subtil oder von mir aus direkt. Schau deine Partnerin, deinen Partner doch einfach mal, du musst das natürlich versuchen zu fühlen, nicht nur einfach gucken. Und dann siehst du, ich liebe ihn, wird sagen, nee, du hast gerade irgendwie was in den Augen, oder? Und wenn du nicht aufhörst damit, hast du was auf den Augen. Sondern mach irgendwas, wo du sagen kannst, wie könnte ich jetzt echt meiner Partnerin, meinem Partner zeigen, dass ich sie liebe? Vielleicht einfach mal den Arm nehmen und halten und fühlen. Finde es raus. Du musst jetzt aber nicht nachher sagen, ich schreibe jetzt mal ihr oder ich frage sie mal so nach einer Woche. Schatz, ich habe da mal so eine Feldstudie gemacht. Hat irgendjemand auf YouTube gesagt, kannst du mir vielleicht irgendwie sagen, hast du die Woche zufälligerweise irgendwas gemerkt, dass ich dich mehr mag oder vielleicht liebe? Was ist, wenn sie es nicht gemerkt hat? Dann bist du nicht zwingend durchgefallen. Vielleicht ist deine Frau geistig behindert oder dein Mann. Das macht doch nichts. Ist doch scheißegal. Aber bring es doch mal auf diese Ebene. Du sagen kannst, ja, das ist interessant. Du wirst rausfinden wahrscheinlich, dass du es schon lange machst. Und vielleicht gar nicht weißt, was du da Tolles machst und vielleicht gar nicht wertschätzen kannst. Sprich doch mit deiner Partnerin und Partner auch mal darüber oder schau das Video nochmal zusammen an. Halt nur die Fessel deine Frau, wenn du Mann bist, am Stuhl, dass sie durchhält, weil die wird wahrscheinlich zwischendurch denken, was für ein arroganter Arsch oder was redet der für ein Scheiß. Kann ja sein, also fesselt sie oder sag ja, Schatz, ich habe abgeschlossen, du kommst ja nicht raus. Erst, wenn du es angeguckt hast, bis zum Schluss, ich stelle ein paar Zwischenfragen, ob du auch wirklich zuhörst, nur dann schließe ich wieder auf. Also mach's, wie du es möchtest, aber mach was damit. Denn es ist ein hartes Thema, wenn du es genau nimmst. Es ist ein harter Tobak, wenn man das so hört. Und denke, wow, da habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht, das ist schon heavy. Wir leben da vor uns hin, labern irgendeinen Käse oder denken, es ist was total Tolles, was es ja auch ist, wenn man es richtig versteht, und merken gar nicht, was wir uns da selbst und anderen für einen Schaden zufügen. Okay, also ich könnte noch stundenlang darüber reden. Ich denke, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Find es einfach für dich raus und mach was damit. Und wenn du sagst, es ist alles Käse, ja, dann ist es eben nicht deins, ist doch in Ordnung. Vielleicht merkst du es dann irgendwann, dass deine Beziehungen nicht funktionieren, dass du unglücklich bist. Wenn du sagst, ich habe eine total glückliche Beziehung, ist alles schon bestens, dann würde ich dich fragen, warum hast du das Video denn überhaupt angeguckt? Wolltest du es bestätigt haben? Super, hast du eine Bestätigung, dass ihr das schon so macht? Ja, das ist doch toll. Dann hätte es ja einen sehr deutlichen Effekt gehabt. So, wow, wenn ich das jetzt so alles höre, das mache ich ja schon. Zum Glück habe ich mir das Video angeguckt. Ich wusste gar nicht, wie genial ich bin und wie toll ich unbewusst oder wir in unserer Beziehung das schon machen, ohne dass wir uns das ständig sagen müssen. Ja, wow, das ist doch super. Dann sprech darüber. Darum geht's doch. Wenn du dich selbst liebst, und darum soll es in erster Linie gehen, nur dann bist du beziehungsfähig und nur dann kannst du auch jemand anderen an dich ranlassen und diese Person, was auch immer das für dich ist, auch lieben. Dann wäre es doch aber auch schön, deiner Partnerin, deinem Partner, wie soll ich sagen, davon zu erzählen, sich daran teilhaben zu lassen. Wenn du jetzt sagst, nee, meine Partnerin oder mein Partner würde sowas nicht anschauen, ist der oder dem zu esoterisch, zu spirituell, zu psychologisch oder sonst was, okay, dann wird es vielleicht schwierig herauszufinden, auf welcher Ebene liebt ihr euch, wenn diese Partnerin sehr unbewusst ist und vor solchen Sachen Angst hat oder Partner. Aber wie schon gesagt, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ich hoffe nur, dass dir das Video ein bisschen hilft, darüber nachzudenken, das kritisch zu hinterfragen und immer prüfen. Prüf es bitte immer, indem du sagst, okay, klingt krass, erstmal habe ich eine Abwehr dagegen, dann hat es was mit dir zu tun, dann hast du Angst, dann erforsche es genauer und mach was damit. Spiel damit rum. Es wird dein Leben bereichern. Und du wirst wahrscheinlich feststellen, dass du das alles schon ganz toll machst, dass es vielleicht nur suboptimal läuft, dass du noch nachbessern kannst. Und wenn du sagst, das habe ich noch gar nie berücksichtigt, brauche ich nicht, auch in Ordnung, dann machst du ja so wahrscheinlich eh schon alles richtig. Oder sagst du, kann ich nur mal gucken.
Eben, dazu soll es dienen. Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen provozieren. Einfach mal was reinwerfen in der Hoffnung, es hilft dir, dass du dich weiter entdeckst, weiter deiner Einzigartigkeit begegnen kannst, ein viel schöneres, spannenderes Leben hast mit diesen vielen tollen Seelengefährten, mit denen wir hier sind und die wir alle bedingungslos auf tiefster oder, wenn du so möchtest, höchster Ebene leben, wo es nichts zu sprechen gibt, wo Worte, wo es die gar nicht gibt. Das hast du sicher auch schon erfahren, dass du in einem gewissen Moment eine Freundin, einen Freund angeschaut hast und das war einfach klar, was da gerade an Gefühle da sind. Da hätte es Reden wirklich alles kaputt gemacht. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video weiterhilft.